Augentrost tröstet die Augen und findet heilkundlich Verwendung bei gereizten Augen, Augenlid- und Bindehautentzündungen, also kein Wunder, woher der Name kommt. Apotheker Palo empfiehlt in seinem Heilpflanzenbuch den Augentrost, vermischt mit gleichen Teilen Kamille, als warmen Umschlag bei Gerstenkorn im Auge. Aber auch bei Bronchitis und Schnupfen fand der Augentrost früher Anwendung. Kräuterpfarrer Kneipp empfahl die Pflanze als magenstärkendes Mittel. Augentrost enthält ätherisches Öl, Gerbstoff, Glykoside, Flavonoide und auch Bitterstoffe. Im Handel erhältlich sind Euphrasia Augentropfen. Eine wichtige Rolle spielt der Augentrost auch in der anthroposophischen Medizin. Im mittelalterlichen Kräuterbuch des Tabernae Montanus steht zu lesen: Wann dies Kräutlein anfange zu blühen, soll man es sammeln und ein Wasser daraus brennen. Dies Wasser wird fürnehmlich gebraucht zu den dunklen und blöden Augen, dieselbige klar und lauter zu machen. Desgleichen auch zu den hitzigen Augen. Man soll aber jederzeit morgens und abends fürnehmlich einen guten Schluck davon tun. Man kann auch die Wasser gebrauchen, wieder die Verstopfung der Leber, auch zu der Gelbsucht. Der Augentrost ist eine recht unscheinbare Pflanze, die einem nicht unbedingt sofort auffällt. Sie ist ein Halbschmarotzer, denn mit seinen Saugwurzeln zapft der Augentrost die Nährlösung von Gräsern an, die in seiner Nähe wachsen. Der große Augentrost wächst 2 bis 45 cm hoch und auffällig ist der gelbe Fleck auf der dreilappigen Blüte. Die Blütezeit ist von Mai bis Oktober. Man findet ihn auf Wiesen und an Wegrändern, in lichten Wäldern und in Gebirgen bis zu 3000 Metern. Augentrost wächst in ganz Europa. Mit wissenschaftlichen Namen wird er Euphrasia officinalis bezeichnet. Der Begriff Euphrasia kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt Frohsinn, Wohlbefinden, sicherlich auch auf die Augen bezogen. Der Artname officinalis verweist auf die Verwendung als Heilkraut. Andere deutsche Namen waren zum Beispiel Wegleuchte, Wiesenwolf, Milchdieb und auch Herzblümel. Für Mitteleuropa habe ich übrigens insgesamt 18 Euphrasia-Arten gezählt. Dies ist übrigens die botanische Datenbank, die ich einstmals verfasst habe. Die findet ihr auf botanicus.de, könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Die ist in Excel geschrieben und es sind 7600 Pflanzenarten mit Unterspezies erfasst, keine Zuchtform. Aber es sind die allermeisten Pflanzen Mitteleuropas, einschließlich der Alpenflora und viele Mittelmeerpflanzen sowie wichtige Nutzpflanzen der Erde, ganz nützlich für Leute, die das vielleicht beruflich brauchen, Zuordnung des botanischen Namens zum Deutschen und zur Pflanzenfamilie.